Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge. Kate. Ja. Ist ja gut. Sie tun euch kälter, gell? Ja, ich habe gesagt, kann man Leute, sobald wir mit denen sind, läuten wir noch alle ab, dann in der Nacht. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Also, morgen um 12:30 gehört ihr von uns. Ja, das ist gut. Nein, mach's gut. Gut. Schön zu sehen. Merci für alles. Thanks. Ja, wie gesagt. Tschüss. Neue Heimat Florida. Maiko Städtler und seine Frau Marina Mara wollen in den USA ein Waffelrestaurant eröffnen. Hallo. Grüß dich. Späte Liebe. Eva Dudle und ihr Partner Philipp Squite-Damatti planen in der Toskana ein Agriturismo mit 6 Ferienwohnungen. Aus dem Aargau an die Atlantikküste. Bauernfamilie Wieser will expandieren. In Frankreich erwirbt sie einen Hof mit über 400 Tieren und 240 Hektar Land. Tage auf dem Bauernhof in Oberhof sind gezählt. Komm, Peter, komm. Sandro Wieser zieht mit seinen Tieren nach Frankreich. Es war gar kein Tag beim Bauern, wo du nicht siehst, was du gemacht hast. Ich glaube, so wie es aussieht, sind sie zufrieden. Gell, Mädel? Hm? Ja. Meite, das war unser erster Kalb, den wir hier oben bekommen haben. Das wird auch Französin hier. Mein Grossvater hat immer gesagt, Lieblingskuh darf man keine haben, aber ich habe sie schon. Ja, es sind zwei Seiten. Das eine ist die emotionale Geschichte, wenn du fertig hast, die so zahm sind, die du machen kannst. Und dann hast du sicherlich auch die Kühe, die einfach gut sind, gute Leistungen haben, gesund sind. Hey! Der Hof von Familie Wieser liegt in der Nähe von Aarau. Mehr als 50 Tiere gehören zum Betrieb und 18 Hektar Land. Erst vor 10 Jahren ist die Familie in die Landwirtschaft eingestiegen. Jetzt steht der Hof kurz vor dem Verkauf. Alexandra Wieser räumt bereits das Haus. Sie kam durch ihren Mann Sandro zur Landwirtschaft. Ich bin als Kind in der Stadt aufgewachsen. Eigentlich Stadtkind. High Heels, Fingernägel, alles. Aber es fehlt mir nicht, weil Gummistiefel sind definitiv viel bequemer als High Heels, dass man das mal gesagt hat. Das ist sehr schön zum Anschauen. Alexandra ist gelernte Verkäuferin. An das Leben als Bäuerin musste sie sich erst gewöhnen. Der Sandro, der hat eigentlich schon lange wollen auswandern. Er hat schon lange wollen, der hat auf Neuseeland wollen. Da habe ich ganz klar gesagt, nein, so weit gehe ich nicht. Schon wegen der zwei grossen Kinder, das ist einfach eine zu lange Entfernung. Ja, und dann hat sich das einfach irgendwie mit dem Hof da ergeben. Und so wie mein Mann ist, der kann nicht einfach auf den Lorbeeren einfach ein bisschen ausruhen. Der muss immer ein bisschen mehr und mehr und mehr.
Ja, und jetzt hat sich das durch Freunde, ist er mal mitgegangen auf Frankreich ein bisschen schauen und ist dann mal heim und sagt, hey, ich habe etwas gesehen. Ich fand, okay. Ja, und jetzt sind wir am Packen und gehen. Schon schwer. Auswandern heißt für Alexandra und ihren Mann viel mehr als nur den Wohnort zu wechseln. Sie müssen auch einen Teil der Familie zurücklassen. Tochter Jona und Sohn Sascha sind bereits erwachsen und bleiben in der Schweiz. Nur der 8-jährige Can kommt mit nach Frankreich. Im Berner Oberland hat ein anderer Auswanderer heute seinen letzten Arbeitstag. Mensch, so oder so? So lieber. So. Mike Hostetler bricht in wenigen Wochen in die USA auf. Die letzte Kundin auf meinen Schragen. Sehr speziell. Tätowieren ist Mikes Leidenschaft. Eine Passion, die er abends und am Wochenende ausübt. Denn seinen Job als Polizist wollte er nicht aufgeben. Amerika ist seit bald 20 Jahren ein Traum. Ich war so ein bisschen schon früher gegen den Indianer, Cowboy, Freak. Route 66, die mich immer gelustet hat. Und ja, das ist von Jahr zu Jahr irgendwie mehr gewachsen. Jetzt mit 44 will Mike seinen Traum nicht mehr länger aufschieben und wagt den Neuanfang in Florida. Hopp, hopp. Mit seiner Frau Marina möchte er dort ein Waffelrestaurant eröffnen. Dafür sind sie bereit, ihre gesamten Ersparnisse zu investieren. Komm, Juna. Der Traum Amerika kommt mehr von Mike. Aber für mich war es immer schon, ich will nicht ewig am gleichen Ort bleiben. Ich will Neues erleben, ich will neue Leute kennenlernen. Möglichst viel erleben im Leben. Die Schweiz ist zu klein. Die Schweiz ist nicht von der ganzen Welt. Lange fehlte Marina und Mike die passende Geschäftsidee, die sie zum Einwandern in die USA brauchten. Der Zufall brachte den Stein schließlich ins Rollen. Juni. Ja, bei uns ist es wunderschön. Also wir haben noch ein paar Koffer, die wir noch füllen. Und sonst haben wir wirklich alles rausgeräumt. Aber sonst ist alles weg. In Bern besuchten die beiden ein Waffelrestaurant einer Gastronomiekette. Diese suchte selbstständige Partner, sogenannte Franchise-Nehmer. Marina und Mike bewarben sich und so kam eines zum anderen. Wir zwei haben beide noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Aber dadurch, dass es ein Franchise-System ist, hast du natürlich Hilfe. Und dann werden wir sowieso einen Kurs machen müssen, dass wir in Amerika dürfen. Das Restaurant führen. Da lernen wir auch noch mal viel. So, das muss länger. Hey, danke sehr. Ganz lieben Dank für alles. Hey, alles gut. Pflegt mich noch gut. Meister, schöne Zeit, ist ein guter Start. Waffeleisen anstatt Tätowiernadel. Ihre zukünftigen Kunden wollen Mike und Marina unter der heißen Sonne Floridas empfangen. Am liebsten
duschen. Das ist ein Pack, der ab die Flügel. Das war einmal. Tschüss und weg. Im Tüstal bereiten sich Philipp Squaitamatti und seine Partnerin Eva Dudle auf einen neuen Lebensabschnitt vor. Heute tragen sie Möbel von unterschiedlichen Orten zusammen. Andersrum. Die beiden wollen nach Italien. Ist gut. So. Also. Jetzt macht der Beruf. Also, sagst du, wenn fertig ist? Gut, gut. Okay. Eva ist 67. Achtung, jetzt lade ich euch wieder runter. Trotz Rentenalter arbeitet sie noch immer als Kindergartenlehrerin. Ist gut. Ja, kannst du ihn gerade aufstellen, dort und dran her. Philipp ist 65 und frisch pensioniert. Er arbeitete bei der Flughafenpolizei in Zürich. Sieht wirklich sehr schön aus. Jawohl. Ja, ich habe total gerne so alte Sachen. Erstens einmal kann man immer alles flicken. Und zweitens hat das einfach mehr Stil als das Zeug, das einmal zügelst und dann kannst du es fortrühren. Zum Beispiel der Schrank, der ist 350-jährig. Und den habe ich für 370 Franken gekauft. Die Möbel sollen in die Toskana. Alles gut. Schnabeltier. Die beiden möchten ein Agriturismo eröffnen. Die italienische Variante für Ferien auf dem Bauernhof. Also bevor ich den Philipp kennt, habe ich ihn schon im Piemont gesucht. Weil ich einfach erstens mal sehr wenig Rente habe. Also ich habe 2100 Franken AHV und mit dem lebt man nicht in der Schweiz gut. Das ist das eine. Und das zweite ist auch das, dass ich einfach nicht nichts machen kann. Ich muss immer etwas arbeiten und ich muss immer etwas zu tun haben und etwas Sinnvolles machen, sonst bin ich unglücklich. Eva fährt zu einem Lagerhaus. Dort bewahren die beiden einen Teil der Sachen auf, die sich in ihrem bewegten Leben angesammelt haben. Eva hat 7 erwachsene Kinder von 3 unterschiedlichen Männern. Ah, du bist schon dran. Ah, sehr gut. Philipp hat 3 Kinder großgezogen und lebt seit Jahren getrennt von seiner Frau. All die Möbel, die da sind, mit blau markiert, die Sachen, die kommen alle. Inklusive dem Grossen hier, da hinten auch, kommen wir in Toskana runter. Von Singen, Achtung mit den Dingen in der Sonne. Sonst... Die Liebe zu Italien hat Philipp im Blut. Seine Großeltern stammen von dort. Und auch Eva ist von Italien begeistert. Beide haben schon lange eigentlich mit dem ein bisschen liebgeäugelt. Und haben aber gesagt, ja, Piemont ist schon gut. Nur das Problem ist, er hat einen riesen Nachteil. Das ist nicht am Meer. Und darum haben wir uns nachher dann weiter runter orientiert und wir haben dann das eben dann gesucht und gefunden. Und jetzt gibt es mal einen Moment, wo wir jetzt wirklich jetzt noch mal schwer dahinter in dem Sinn, aber dann soll es nachher dann wirklich etwas Gutes werden. Drehen, ja. Hier auf diesen. So halten, wenn du das kannst, hier halten. Gut. Also das sind eben alles meine Sachen da und das die sind alles ein Philipp seine. 6 Ferienwohnungen wollen sie anbieten für bis zu 24 Gäste. Willst du eigentlich eines von diesen Häuschen auch mit solchen Tischen ausrüsten? Oder? Weiss ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, im Ganzen haben wir dann 3 oder 4 von denen. Was? Von was? Von diesen runden Tisch. 2. Zwei? Ja. Also, hast du auch noch so einen kleinen, wie ich habe? Nein, ich habe den grossen. Ja, aber den haben wir ja gesagt, den willst du in der Stube haben.
Ja, eventuell. Ich weiß es nicht. Das also ist... einen grossen Tisch haben wir eingeladen. Ja, das ist richtig. Das ist alles gut. Wir sind nur am Überlegen, wegen, wenn ja, dann, wenn wir dann unten haben. Noch geht im Oberhof bei Familie Wiese alles seinen gewohnten Gang. Andere gehen ins Fitnesscenter. Ich gehe Scheiße schippern. Sandro hat von früh bis spät zu tun. Wenn nicht in Gummistiefeln, dann in Hemd und Sakko. Hallo Dominik. Nebst der Landwirtschaft ist Sandro Geschäftsführer bei einem Finanzdienstleister. Als Betriebsökonom hat er die Firma vor 7 Jahren gegründet. So, Tommy, wollen wir noch rasch Nettoabrechnungen anschauen? Thomas Keller ist Sandros Geschäftspartner. Was sind echt die? Das ist Ende Jahr fertig. Das habe ich so laufen lassen. Das lasse ich auch laufen. Schöne Bonuszahlung. Mhm. Ja, ist gut. Ja. Ja, es hat mich dort schon auf den falschen Fuss erwischt, als er das im Sommer offenbart hat. Ja. Aber ja, immer wieder für eine Überraschung gut, unser Sandro. Ich musste es schon verheimlichen, weil ich bin nicht der, der irgendwie eine Idee oder einen Plan gerade mal so von der Grundidee präsentieren kann. Und machst mal auf Deutsch gesagt alle Leute verrückt und am Schluss klappt es nicht oder funktioniert es nicht. Es geht gleich nicht so, wie du es vorgestellt hast. Irgendwann sind mir dann einmal die Ausreden ausgegangen, was ich alles so mache im Ausland. Aber ja, es ist dann relativ, zum Glück relativ zügig gegangen, dass ich auch die Karten aufdecken konnte und ja, nicht in Notlügen oder in Lügen verstrickt werde. Ja. Also ich habe nicht gemerkt, dass ja. etwas im Busch ist. Also ich habe es clever gemacht. In ja, der Tat. Seinen Posten als Geschäftsführer wird Sandro wegen der Auswanderung abgeben. Die Florida-Auswanderer haben ihr gemietetes Haus im Berner Oberland unterdessen verlassen und sind zu Marinas Eltern gezogen. Heute feiert Marinas Großmutter Geburtstag. Guten Mike hat sich noch verewigt auf deinen Geburtstagskuchen. Schön gemöllelt, gell? Weißt du, das macht ja, jetzt Amerika auch. Das hat er noch ein bisschen üben. Aber ich habe nur geschrieben, den Rest habe ich also nicht gemacht. Einfach so zusammenkommen, das wird bald nicht mehr gehen. Wir haben ja viel unternommen, um sich zu bewegen, als sie hier bleiben. Zum Beispiel amerikanisches Bier geschenkt, das man nicht trinken kann. Und, aber es hat alles nichts genützt. Und mittlerweile ja, habe ich mir eigentlich an den Gedanken gewöhnt. Und ich freue mich auch, wenn ich dich rübergehe und sie mal besuchen. Und ich hoffe, dass es gut geht, dass ihre Pläne und ihre Wünsche in Erfüllung gehen und sehr erfolgreich sind. Ja, irgendjemand muss den Plan in dieser Familie haben, oder? Obwohl ich nie gedacht habe, dass sie das wird sein. Sie war auch immer anti-Heirat, anti-Kind. Ja, es ist... Mir hat Heiraten nie wirklich viel gesagt. Weil für mich ist, man muss nicht verheiratet sein, dass man einander lieben kann oder zusammen sein oder irgendwie. Und jetzt mit dem Auswandern ist es halt einfach so, es ist alles gäbiger, wenn man geheiratet ist. Man hat gewisse Vorteile, man ist abgesichert und ja, durch das haben wir dann gesagt, machen wir den Schritt. Hallo, es ist ein fremdes Land, es ist nicht um eine Ecke. Ja. Und es geht um ein Business und ja. viel Geld. Und dann sind wir halt einfach ein paar Jahre voneinander. Und so ein bisschen absicherungstechnisch, finanzieller Hinsicht, macht es wohl Sinn. Mike ist nicht nur 15 Jahre älter als Marina, er hat auch noch 3 Kinder aus einer früheren Beziehung. Sie bleiben bei der Mutter in der Schweiz. Bevor es in Florida losgehen kann, müssen die Auswanderer nach Berlin.
uns erwartet eine Woche Kurs. Lernen Waffeln machen im Herzstück von Wanderwaffeln. Ja. Vorbereiten, Florida. Das Konzept für ihr Waffelrestaurant übernehmen Mike und Marina von einer Franchise-Firma. Dafür bezahlen sie monatlich eine fixe Gebühr an die Gründer der Gastronomiekette. Hey, Olvi. Alles gut? Alles gut? Ja. Hi. Hallo, Olvi. Hi. M, ja. Job für dich? Ja. Danke. Die anderen Grüße für dich. Dankeschön. Alles klar. Halt einen Moment. Also, Leute. Jetzt geht's los. Ja. Okay. Wir fangen an zu arbeiten. Allererstes Mal. Der Traum wird wahr. So, also auch ruhig drauf. Also, das ist alles gar kein Problem. Wenn du jetzt gerade zwei Anwaffeln drin oder eine Anwaffel drin hast, kannst du schon mal zum Beispiel die Banane aufschneiden, den Riegel rausholen, auspacken, hinstellen, ja. Soße raufhauen, Früchte. Die Regel schon aufgemacht, alles. Mhm. Und dann kannst du schon zum Beispiel auch den Namen schon vorschreiben. Mhm. Okay? Mhm. Du musst gar nicht drücken. Gar nicht. Nicht drücken? Nein. Du hast viel zu viel Soße. Jetzt müsste ich die Schrift noch ein bisschen schöner machen. Mhm. Ja, das wird meine grösste Challenge sein, glaube ich. Mhm. Ich mache sehr gerne so filigranes Zeug und nein, es passt 100%. Wirklich perfekt. Voll mein Ding. In Florida wollen die Schweizer genau solche Waffeln herstellen. Auch mit Puder und Schokocreme. Marina und Mike übernehmen auch das Design des Restaurants. Rund 45 Lokalitäten dieser Art gibt es bereits. In Amerika sind sie die Zweiten. Happy Birthday, alles Gute. Geht's? Ja, danke. Guten Appetit. Ja. Die Kunden können aus mehreren Dutzend Zutaten auswählen. Jede Waffel ist anders. Da darf den beiden kein Fehler passieren. Diese Strategie ist, eine nach dem anderen zu machen. Das ist eigentlich Amira, das ist der falsche Name. Ja. Oh, scheiße. Soll ich den wegputzen? Ich frage mal, ob es okay ist. Also nee, oder die Waffel wegnehmen, neue Teller. Einfach die Waffel hier auf den Teller schieben. Also, warum? Ja, falscher Name. Genau. Einfach hier draufpacken. Am besten Zugang mit Messer machen. Genau, und dann machst du einfach noch mal ein bisschen. Ja. Super, geil. Falsch Name draufgeschrieben. Das kommt jetzt davon, wenn es läuft. Aber weiterfahren. Und dann kommt hier ein Stracciatella-Eis rauf. Haben die schon gezeigt, wie man Eis rauf? Ja. Auch wenn es noch etwas harzt, Mike glaubt fest an den Erfolg ihres Vorhabens. Waffeln kennen sie in Amerika. Aber nicht so, wie wir sie hier so parat machen, mit den verschiedenen Zutaten. Da gibt es einfach die blöde Waffeln und fertig etwa noch ein Honig drauf. Und das ist wirklich sehr ein sehr spezielles Produkt, das sie so noch nicht kennen. Amira? Amira? Guten Appetit. Wollen wir noch kurz zusammensitzen bezüglich Marketing? Ich habe einfach ein bisschen Fragen, wie wir jetzt vorgehen möchten, bezüglich Social Media hauptsächlich. Tommy, bin ich gegangen? Hast du noch etwas? Ja. In Basel hat Sandro Feierabend. Voilà. Voilà. Also, sei gewiss. Ciao. Tschüss. Ciao, Dominik. Die Übernahme des Hofes in Frankreich ist für Sandro und seine Familie mit vielen Unsicherheiten verbunden. Alleine musst du so etwas nicht durchstieren. Und nachher fühlt sich das eine unwohl. Es muss ein Entscheid sein, der gemeinsam getragen wird. Und
Und insbesondere auch bei unseren Clinch, dass der merkt, dass das ziemlich einstimmig ist, dann ist das auch für ihn suggestiv ein bisschen einfacher zum Verarbeiten und zum sich daran gewöhnen. Das ist ein Zeichen. Bin wieder hier. Komm jetzt umziehen. In der Schweiz hat Sandro 55 Tiere. In Frankreich werden es über 400 sein. Jetzt haben wir noch die Kuh 2. Nerven tut mich nicht an der Schweiz. Es ist, sag jetzt mal, so wie ich will bauen. Ja, das ist in der Schweiz nicht mehr so gefragt. Also, da bin ich zu fest Ökonom, dass ich muss sagen, dass ich das investierte Kapital da nicht mehr rauswirtschaften, so wie ich es gerne hätte. Das Futter für die Tiere will er selber herstellen. Dazu hat er 240 Hektar Land, über 300 Fußballfelder. Das ist sicherlich eine andere Perspektive. Also, das ist, Flächen sind vorhanden. Auch eine andere Cashflow-Margen auf der Milch selber, weil man einfach ganz andere Kostenstrukturen hat. Aber der Preis, den man zahlt am Ende des Tages, ist natürlich ganz klar, dass man halt nicht mehr in seinem angestammten Zuhause ist. Oder? Mit dem Bauernbetrieb in Frankreich erhoffen sich die Wiesers mehr unternehmerische Freiheiten. Dafür sind sie bereit, die Heimat und ihr vertrautes Umfeld aufzugeben. Nein, ich warte. Und das bedeutet auch, Freunde und einen Teil der Familie zurücklassen. Zell im Kanton Zürich. Seit einem knappen Jahr sind Eva und Philipp hier daheim. So, jetzt müssen wir das Grisli haben. Um sich einstimmen auf Toskana, nehmen wir jetzt einen richtigen Rosso Toscano. Genau der gehört dazu. Die beiden sind erst seit 2,5 Jahren ein Paar. Das hält sie jedoch nicht davon ab, zusammen ihr großes Projekt mit dem Agriturismo anzugehen. Ein Abenteuer. Ja. Okay. Ich denke, es hat auch mit dem Bewusstsein zu tun, dass wir natürlich nicht mehr 40, 50 Jahre vor uns haben. Oder? Das ist, es ist eine Tatsache, es ist auch nicht beunruhigend oder was auch immer. Aber dass, wenn wir noch etwas miteinander machen wollen, dass wir das jetzt machen müssen und nicht noch 10 Jahre Zeit haben, um überlegen, was wir jetzt. Und klar, no risk, no fun. Ich mache mir eigentlich nie Gedanken, dass etwas nicht könnte fertig werden oder nicht könnte werden. Ich denke immer, es liegt an mir, ob es etwas wird oder nicht. Aber vielleicht ist es auch anders, ich weiß nicht. Ab und zu komme ich auch eins auf den Deckel. Aber das schaue ich dann irgendwie nicht als einfach nur etwas Negatives an. Sondern, aha, das ist nicht der richtige Weg, also muss ich irgendeinen anderen suchen. Ich habe den Boden geputzt. Ja, ich weiß. Das ist. Ja. Sisyphus! Und unser Hund verliert wieder Haar. Das ist eine Katastrophe. Ja, das ist schon. So. Wir haben uns über das Internet kennengelernt. Und lustigerweise
Ja, wir haben ein, zwei Mal miteinander geredet und eigentlich eine relativ lange Zeit nachher nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich noch mal eine Stunde das ganze Ding durchgegangen. Dann habe ich gedacht, ja, also die Bezeichnung von der. Von der kannst du sagen, wie du dich bezeichnet hast? Allegorie. Genau. Allegorie. Und ich dachte, also, das kann jetzt nicht irgendjemand sein, der normal ist, der so einen Nickname nimmt. Oder? Das ist wirklich etwas, was speziell ist. Oder? Ja, dann haben wir uns dann nachher noch mal einig gefunden und irgendwann haben wir mal entschieden, jetzt treffen uns. Und dann hat sie angefangen zu erzählen und sind wir spazieren. Oh ja. Du hast aber auch erzählt. Ja, ich habe innerhalb von 5 Minuten gewusst, du hast 5 Häuser umgebaut. Stimmt, du hast 7 Häuser ja. umgebaut. Du hast 7 Kinder auf die Hand gebracht. Du hast dieses und jedes und anderes. Also das ist rassig gegangen. Ja, das ist so immer ganz schnell. Also haben wir uns kennengelernt. Jetzt können wir das Feinköcheln lassen für die nächsten paar Stunden. Jonah, nimm zuerst die Karte und lass das bisschen gut anstehen. Ich habe es nur wieder wegstellen. Kannst du das da schnell dort auf die Box aufstellen, bitte? Bei den Visas heisst es Abschied nehmen. Tochter Jonah zieht aus. Jonah möchte ja nicht mitkommen auf Frankreich. Jetzt zieht sie mit ihrem Freund zusammen und sie fängt auch im Sommer ein Studium an. Ja, jetzt haben sie eine herzige Wohnung gefunden und jetzt ziehen sie das Wochenende. Ja. Auch der 26-jährige Sohn Sascha bleibt hier. Er hat eine feste Stelle als Maurer. Ich habe hier den ganzen Freundeskreis und jetzt auch noch meinen Bruder. Und auch mit der Sprache, das ist auch noch so ein Aspekt. Und das, was ich machen will, halt Berufsmatur und allgemeine Ausbildungen, habe ich einfach für mich gesagt, nein, ich bleibe hier in der Schweiz und probiere es da mal für mich alleine. Und im grössten Notfall kann ich immer noch zurückgehen. Also zu meinen Eltern zurück. Also das weiss ich ja, das haben sie mir auch gesagt. Ja. Warte nicht stossen, sonst gehe ich hinten. Ich weiß nicht. Wieso nehmen die nicht flach? Ja, das habe ich auch gedacht. Das ist so einfach. Achtung, Jonah! Aber oben steht. Die 19-jährige Jonah trennen bald 1000 Kilometer von ihren Eltern. Ja, schon speziell, ja. Aber die macht schon ihren Weg. Nervt sie mich nicht mehr. Sie nervt dich nicht mehr. Hat sie dich dann auch mal genervt? Ja. Na komm. Jetzt kannst du ja nicht mehr mit zum Streiten, du musst mit mir kämpfen. Ja. Ah, sicher. Ja, was? Komm, da im Business anstehen, einchecken, das Gepäck fort, dann gibt es einen Kleber, den können wir dann dort deponieren, dann können wir für die Juno gehen. Perfekt. Ja. Ja. Okay. Okay. Schnell warten. Ich mache nichts. Du musst mich nicht einchecken, kommen wir nicht mehr. Endlich geht es los. In 2 Stunden sitzen Marina und Mike im Flugzeug nach Florida. Ich bin sicher nervöser als drum. Aber auch nur wegen dem Hunger. Hallo Juni. Eine leichte Anspannung ist schon. Vor allem jetzt, bis wir das Gepäck im richtigen Ort haben. Aber sonst, ich habe jetzt einfach 100% Vorfreude. Jetzt geht es endlich los. Und von dort her geht es tiptop. Gibt es noch andere Passagen? 13:30 Tempo. Wir haben noch keine Tickets, weil wir ein Upgrade gemacht haben. Mit der Hunger noch zusammen. Und haben noch einen Hunger, den wir noch hier zahlen sollten. Da wäre sie jetzt. Schön,
Komm, Juna, komm. Hündin Juna muss in den Frachtraum. Das ist angemacht, ja. Bitte angemacht, du den Rotbereich. Hast du zu viel, gell? Du siehst, wir haben zusammen Platz. Sie könnten bei dir bleiben. Es ist ganz ruhig, oder? Mhm. Merci vielmals. Ade, mein Name. Ade. Der Flug geht einmal quer über den Atlantik. Gut 10 Stunden sind sie unterwegs. Hey! Ja. Ist ja gut. Rund 8000 Kilometer sind es bis Tampa in Florida. Hab's auch zu. Sie tun euch melden, gell? Ja, ich habe gesagt, kann man Leute, sobald wir denen sind, Leute, wir alle an, in der Nacht. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Also, morgen um 12:30 gehört ihr von uns. Ja, das ist gut. Nein, mach's gut. Schön gewesen. Merci für alles, thanks. Ja, haben wir gesagt. Es sind nur ein paar Stunden mit dem Auto. Doch in der Toskana wähnt man sich fast in einer anderen Welt. Philipp hat sich eine Woche Zeit genommen. Er möchte letzte Dinge für die Auswanderung vorbereiten. Über ein halbes Jahr war er nicht mehr hier. Die Straßen sind wir so viel mal gefahren, wo wir die Häuser gesucht haben. Das ist irgendwie wie heimgekommen. Ein Anwesen auf dem Land, gut 20 Kilometer von der nächstgrößeren Stadt Volonica entfernt, soll Philipp und Evas neues Zuhause werden. Freude und Wahnsinn und viele Erwartungen. Erwartungen an ja, ein Abenteuer, etwas, wo ich wieder etwas, das ich schaffen kann mit meinen Händen. Also, das ist unser Heim. Mit den Häusern. So. Hoi. Buongiorno, Roberto. Come sta? Philipp hat einen Termin mit dem Verkäufer der Liegenschaft. Bauunternehmer Roberto hat die Häuser erst vor kurzem fertiggestellt. Maklerin Martina, eine ausgewanderte Schweizerin, vermittelte die Immobilie. Guardando un po'. Facciamo già gli attori. Benissimo. Sì, 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 sì. Ein Wohnhaus, 6 Ferienwohnungen und ein Pool. Dazu 18 Hektar Land, auf denen sie Olivenbäume pflanzen wollen. Bisher haben die Schweizer nur einen Vorvertrag unterzeichnet. Der definitive Kauf steht noch aus. Schon ein bisschen anders als das letzte Mal, gell? Also ist es so. Klimaanlage so. Ist auch schon drin. Also es ist wirklich... Das wird unser Wohnhaus sein. Und zwar, ja, ist noch nicht alles ganz da rein. Der Teil da hinten im Ecke, das wird der Teil sein, wo dann nachher dann Schweine kommt. Aber da einfach eine schöne, gemütliche Ecke. Und Küche. Wir haben jetzt ja alles ausgeräumt, was ja, vorher drin war. Das ist gut. Genau. Wir haben jetzt mit Eva das letzte Mal war der Küchenbauer da und haben lange studiert. Aber ich denke, es kommt gut. Wobei, also, was ich also definitiv gesagt habe, ich möchte das nicht, das ist, dass wir den Ofen nicht auf Arbeitshöhe haben. Oh, okay. Weil das will ich haben. Das ist, erstens einmal bin ich meistens der, der es braucht. Mhm. Und zweitens, ich denke, wir werden nicht jünger. Mhm. Und dann irgendwo welche Dingo, die Lasagne-Dingo rausholen und dann Ding unter, das finde ich nicht gut. Aber haben Sie das jetzt mit dem Küchenbauer geregelt oder noch nicht? Weil ich glaube, sie hat es bestellt. Hat sie? Ja, also ich glaube, ich würde jetzt sagen, etwas. Gut, da ist mir das. Ich glaube, naja, dass das noch ein bisschen ist. In dem Fall. Ja, grüezi, Herr Farmer. Grüezi, Frau Agrobesitzerin.
Okay. Was ich jetzt mit Schrecken vernommen habe von der Martina. Ist, dass du ja das Zeug da für die Küche, so wie er es vorgeschlagen hat, ja schon bestellt hast. Was habe ich bestellt? Für die Küche bei uns. Ja. Die hast du schon bestellt, die ist schon... Ja. Ja, ist gut, also. Sie hat gesagt, 6 Wochen. Ja, aber weißt du, es ist ja nicht ganz das, was wir abgemacht haben, oder? Ja, die Anpassungen können wir immer noch machen, das ist kein Problem. Ach, warum? Es gibt immer für alles eine Lösung. Du musst einfach ein Element auswechseln. Ja, es ist nicht, gar keine komplizierte Sache. Nein, es ist nicht ganz so. Weil wenn du den Ofen willst, auf Arbeitshöhe haben willst, dann musst du das anders machen. Ja, da müssen wir dann nochmal anschauen. Ja, okay. Okay, also. Tschüss, ciao. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass mir das nicht passt hätten, oder? Es ist wahrscheinlich schon angebracht, dass wir dort einmal etwas klären. Good morning. I take the youngest one. Yes. With my car. Uh-huh. All right. All together. And then directly. It's easier. 4.30 Uhr in der Früh im Aargau. Bauer Sandro und seine Frau Alexandra bereiten die Kälber für den Transport nach Frankreich vor. Ein historischer Moment, die letzte Schweizer Ohrenmarke, die ich muss eindrücken. Den Umzug macht Familie Wieser in Etappen. Zuerst bringen sie die Tiere nach Frankreich. Möbel und Hausrat folgen 2 Wochen später. Geht einem schon bewusst. Also, ja, er geht. Ja? Hemmet? Hm? Nein, ich meine. Hm? Heute nehmen sie nur Kälber und Rinder mit. Die Milchkühe kommen in den nächsten Transport. Komm, Mädel, komm. Also, dann machen wir das nochmal. Komm. Schau mal da. Schau mal da, Schätzi. Nimm sie doch. Hey. Da, nimm doch den Strick da. Wenn er keinen Knopf mehr drin hat. Ja, dann machst du einen. Halt sie doch einfach vorne. Ja. Zehn Stunden Fahrt sind es bis ans Ziel. Einmal quer durch Frankreich. Alles gut, hä? Alles gut. Und so geht es weiter. Ade. Vorsichtig fahren. Bauer Sandro begleitet seine Tiere auf den neuen Hof. Jeder kürzeste Transport ist immer ein gewisses Risiko, wenn man ein Tier ein bisschen überlastet. Aber ich hoffe natürlich schon, dass es gut geht. In der Schule muss Sohn Can seinen Freunden Adieu sagen. Eben, Can, das ist für dich ein Andenken von uns allen. Danke. Im neuen Heim in Florida werden für Mike und Marina erste Träume wahr. Gewisse Sachen leben wir sicher so ein bisschen. American Dream. Ihr zukünftiges Waffelrestaurant in einer Shopping-Mall nimmt langsam Formen an. Das Herz schlägt bei mir schon ein bisschen schneller, je näher es kommt. Und in der Toskana lässt Philipp bereits 800 Olivenbäume pflanzen.
Doch dann fangen die Probleme an. Der Besitzer der Liegenschaft möchte den Vertrag ändern. Der Verkauf droht zu platzen. Auf keinen Fall unterschreiben. Aus ich steigen ein, fliegen mit den Vögeln fort, kommen nicht mehr heim. Aus ich lege alles zurück, auf der Suche für ein neues Daheim. Sie gehen heute noch auf und davon. Auf und davon. Mit der Mobiliar. Versicherungen und Vorsorge.